Guten Morgen, Minecraft, und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Wir sind hier auf der Versuchwelt von dem YouTuber Kreativ mit Klaus und wir sind uns sicher, dass wir diese Brunnen nicht mehr wollen. Deswegen gibt es jetzt ein Brunnen-Tutorial mit ein bisschen Redstone-Technik, so dass das Wasser in gleichmäßigen Schritten darunter läuft und wieder verschwindet. Und das ist gar nicht schwer zu bauen und vielleicht habt ihr Lust, das nachzubauen. Baut als erstes mal ein schönes Brunnendesign. Wie das aussieht, ist im Endeffekt egal, nur ihr braucht diese vier Klötzer, dass in der Mitte Platz ist für ein bisschen Redstone-Technik. Dann baut ihr dann drunter eine kleine Garage für die Redstone-Technik. Und dann ist das ganz einfach, wir sind jetzt hier genau mittig drüber. Da setzt ihr einen Stein, welchen ist eigentlich völlig egal, und dann drauf eine Kerze. Daran setzt ihr den hier und dann den hier. Genau, und das ist eigentlich schon fast das Geheimnis. Dann baut ihr meine Glock, die habe ich euch schon gezeigt. Also die müsstet ihr eigentlich schon kennen. Zumindest, was war das? So. Und zwar baut ihr dann hier meine Glock, die ich euch schon gezeigt habe. Die ist eigentlich, ja, da kann man nicht viel falsch machen, ne? Zack. Zack. Zack, falls euch das jetzt zu schnell geht, guckt euch mein Tutorial an. Und dann setzt ihr jetzt hier einen Redstone-Block. Ihr macht noch nichts hier rein. Und den hier hin. Da brauchen wir nicht Zeit verzögern. So, jetzt geht's los. Jetzt bringen wir die Technik nach oben, indem wir immer einen Block, einen Stein machen, bis wir oben angekommen sind. Dafür müssen wir aber hier wieder rausgehen. Einmal in den Brunnen rein. Ich mach die beiden mal nebeneinander. So, also. Ein Klotz. Die Kerze draufstellen auf den Klotz, nicht an die Wand batschen. Ach, das ist ein bisschen Fummelarbeit. Aber das ist ja keine riesige Strecke, die wir hier bearbeiten müssen. Das ist ja Blödsinn. So. Ich bin, weiß Gott nicht, der Redstone-Experte. Wenn ich das hinkriege, kriegt ihr das schon lange hin. So. Hier drauf setzt jetzt einen Spender. Und jetzt kommt was Wichtiges. Das müsst ihr euch wirklich merken. Ihr nehmt einen Eimer Wasser. Öffnet den Spender und setzt ihn hier oben in die Ecke. Nirgendwo anders hin, nicht mehr und nicht weniger. Okay. Dann geht ihr an die gebaute Glock, öffnet einen Trichter, welches glaube ich egal, und macht die Anzahl an Klötzen in den Trichter, die ihr wollt. Und dann dauert das einen Moment. Das Wasser kommt raus. Jetzt sieht es so aus wie da drüben. Das Wasser verschwindet. Und hier ist jetzt der Unterschied. Und das Wasser kommt wieder. Leute, wenn ihr einen Brunnen haben wollt, wo ein bisschen Action ist, hier wäre jetzt eine gute Möglichkeit, den nachzubauen. Was ich euch auf jeden Fall noch empfehlen würde, ist, dass ihr nochmal einen Eimer Wasser nimmt. Und hier unten das einfach mit Wasser auffüllt. Ich glaube, das sieht dann ein bisschen realistischer aus. So. Und jetzt bewegt sich das Wasser in den Abstand, den ihr haben wollt, immer rauf und runter. Einstellen könnt ihr es mit der Glock. Umso mehr Steine ihr von einer Sorte reintut, umso länger dauert das, bis das Wasser wiederkommt. Umso weniger Steine, umso schneller passiert das. Das ist mein Tutorial zu einem Brunnen, wo mal ein bisschen was passiert. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst doch ein Like und einen Kommentar da. Euer Bellof23 und nicht vergessen, guten Morgen Minecraft!